Wie funktioniert Flirten? Wie kannst du ein Gespräch sexualisieren und sie dazu bringen, ganz automatisch schmutzige Gedanken zu haben, die sich um dich kreisen? Das geht ziemlich einfach, stellt sich heraus. Mit der 3-2-1 Methode. Mein Name ist Andy Friday. Ich helfe dir dabei, tiefere Erfahrungen mit Frauen zu sammeln und entlang deiner Reise die richtige zu finden. Wenn du noch nicht abonniert hast, dann wäre das keine schlechte Idee, wenn du mehr Flirt-Tipps haben möchtest. Falls du jetzt schon sagst, ich bin bereit, ich möchte mit der Frau in die Tiefe gehen, die ich mag, dann habe ich dir einen kostenlosen Videokurs erstellt. Dort bekommst du einen roten Faden, wie du die Frau verführst, bei der dein Herz einfach schneller schlägt. Klicke dazu einfach hier oben hin oder auf den ersten Link in der Beschreibung. Mit der 3-2-1 Methode bekommst du eine einfache Struktur, jedes Gespräch zu sexualisieren und mit ihr zu flirten, ohne dich dabei zu blamieren. Erstens, sexualisieren, ohne dich zu blamieren. Wie jeder charmante Flirt geschieht das Ganze diskret. Das heißt, unter dem Radar. Und das bedeutet, dass sie, während ihr zwei euch unterhaltet, jederzeit die Ausrede hat, dass sie überhaupt nichts Unanständiges mit dir vorhat. Sollte euch ein Arbeitskollege oder ein Freund oder sogar ihre Eltern dazustoßen, sollte sie jederzeit die Möglichkeit haben zu sagen, ich habe ihm doch gar nichts gesagt. Nee, ich habe nichts gemacht. Das ist ein Kernpunkt von weiblicher Psychologie. Sie muss ihren Wunsch, dass ihr zwei vielleicht gleich ins Schlafzimmer verschwinden wollt, jederzeit abstreiten können. Und verstehe das bitte nicht falsch. Das macht sie nicht, weil sie dich verleugnen möchte. Das macht sie, weil sie jahrzehntelange Erfahrungen gemacht hat, wie schnell ein Mann von einer Seite zur anderen Seite switchen kann und ihr danach Vorurteile und Schuldgefühle geben kann. Verstehst du, für Frauen ist das ein Schutzschild, zunächst mal zu testen, ob der Mann denn auch die emotionale Unabhängigkeit mitbringt, okay damit zu sein, falls nichts passiert. Und das beweisen wir ihr hiermit. Wenn du ihr als Mann mit Herz die Sicherheit geben willst, die sie braucht, dann funktioniert ein aufregender Flirt nur dann, wenn die Energie sexuell geladen ist, aber die Worte indirekt sind. Konkret sieht das also so aus. Zweitens, die 3-2-1 Methode. In der 3-2-1 Methode gehen wir sukzessive von der dritten Person Singular zur zweiten Person Singular und schließlich zur ersten Person Singular. Wer sich noch dunkel an den Deutschunterricht erinnern kann, der weiß, wir sprechen zunächst über drittens andere, dann über zweitens sie und schließlich, wenn sie bis dahin mitgemacht hat und ihr angeregt gemeinsam flirtet, über erstens dich. Und ich gebe dir jetzt Beispiele. Fangen wir an mit der dritten Person Singular. Hier testest du das Wasser an und machst erstmal eine sexuelle Anspielung über eine dritte Person. Nehmen wir an, du bist gerade vom Klo zurückgekommen und du sagst dir etwas wie, du wirst es nicht glauben, ich habe gerade da hinten ein Pärchen gesehen und gehört, wie er zu ihr gesagt hat, ich werde dich heute Nacht die ganze Nacht mit meiner Zunge verwöhnen. Kannst du das glauben? Das hat er einfach so in der Öffentlichkeit gesagt. Achte danach, ob sie ihre Körperhaltung verändert, sich vorlehnt oder sogar direkt eine positive Meinung dazu hat. Wenn das gut geklappt hat, ihr immer noch Spaß miteinander habt, vielleicht das Thema gewechselt habt und sie dich die ganze Zeit anschaut, dann ist es Zeit, einen weiteren kleinen Schritt zu machen. Und zwar mit der zweiten Person. Sag ihr einfach solche selbstbewussten Dinge wie, du versuchst mich gerade nur zu verführen. Oder werden die meisten Männer nervös, wenn du sie so anschaust? Oder einfach nur, du bist schon ein bisschen versaut. Der Clou ist, ihr das Flirten und die sexuelle Energie in die Schuhe zu schieben. Du machst gar nichts. Du bist unschuldig. Sie ist diejenige mit den schmutzigen Gedanken. Und schließlich die erste Person. Ich. Wenn sie bis hierher weiter mit dir geflirtet hat, gelacht hat, dich vielleicht spielerisch geboxt hat oder dir andere Zeichen gesendet hat, dass sie mehr möchte, dann kannst du, sofern es niemand anderes mitbekommt, ihr jetzt ganz direkt sagen, ich finde dich ganz schön heiß oder ich möchte dich jetzt küssen. Wenn du denkst, dieses Video war hilfreich, dann solltest du dir auf jeden Fall das kostenlose Videotraining anschauen. Ich garantiere dir, damit wirst du richtig zufrieden sein und einfach direkte umsetzbare Tipps bekommen, wie du mit deiner eigenen Persönlichkeit und deinen Werten Frauen von dir begeisterst. Das sind Dinge, die erzählt dir sonst niemand. Meistens geht es darum, mehr Alpha zu werden oder Sprüche zu klopfen. Ich garantiere dir, hier bekommst du alles, was du brauchst, um die Frau zu verführen, die du magst, ohne ein Arsch werden zu müssen oder dich zu verstellen. Wenn du den Videokurs sehen willst, klick einfach unten in der Beschreibung auf den Link oder hierhin.